Servus Leute, Jörg hier. Heutiges Thema Rücken. Dafür benutzen wir die Latzugmaschine bzw. Zuggerät vertikal. Wir nehmen zwar den breiten Griff, greifen aber heute eng. Sitzposition ist frontal zum Gerät, sprich Blickrichtung zum Gerät. Bitte guckt immer, dass der Karabiner komplett geschlossen ist. Einmal das Gewicht mit dem Sicherungsstift gesichert ist. Sicherungsstift komplett reinschieben. Einstellmöglichkeiten hier, Polsterhöhe für die Sitzposition der Beine. Ist natürlich schon perfekt für mich eingestellt. Wir greifen eng. Bauen leicht Spannung auf. Setzen uns rein. Füße unter die Knie. Ausgangsposition ist auch hier Endposition. Ihr seht, die Arme sind leicht gebeugt noch. Wir lehnen uns zurück und ziehen die Stange bis leicht unter das Kinn. Auch hier ein kleiner Einschub. Wir greifen im Untergriff circa schulterbreit. Wir sitzen aufrecht, haben damit eine schöne Spannung im Rückenstrecker, bevor wir uns zurücklehnen und uns dort fixieren, so dass wir wieder natürlich unsere Wirbelsäule entlasten und unsere Muskulatur das Gewicht trägt. In diesem Sinne, weiter im Text. Teil meiner Tension ist auch 202. 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22. Bei der Belastung ausatmen, Entlastung einatmen. Kopf bleibt hier in Verlängerung der Wirbelsäule. Blick geradeaus. Denkt daran, fixieren bitte in dieser Position. Wir schwingen nicht nach vorne. Wenn wir fertig sind, das ist die Endposition. Steigen raus. Setzen das Gewicht ab. Einfach mal selbst ausprobieren. Wir informieren euch weiter. Ich bin raus. Euer Jörg. Ciao, ciao.